Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit dir zusammen einen Blick in die Lookfantastic Beauty Box aus dem Monat März werfen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Lookfantastic Beauty Box ist eine Beauty Box aus England, die nach Deutschland geliefert wird. Du zahlst ab 15,50 Euro pro Box und pro Monat. Und ja, wir haben hier 5 Beauty Produkte drin enthalten, die meistens etwas kleiner, aber dafür etwas hochpreisiger sind, sodass wir einfach die Möglichkeit haben, mit der Lookfantastic Beauty Box ein bisschen in dieses Luxus- und High-End-Sortiment von dem Beauty-Bereich hineinstöbern zu können. Seit letztem Monat hat sich die Lookfantastic Beauty Box überlegt, dass es eine coole Idee wäre, um zu stellen, nachhaltiger zu werden und keine Box mehr in der Box zu haben, sondern direkt die Box an sich zu sein. Und außerdem hat sich die Lookfantastic Beauty Box überlegt, dass es ganz cool wäre, mit mir eine Kooperation zu machen. Yay! Ich freue mich wie Bolle. Ich weiß nicht, ob jetzt gerade auch schon die Codes von mir aktiv sind oder ob das meine Freunde werben Freunde-Codes sind. Schreibe ich euch alles dazu, auch alles in der Infobox verlinkt, schaut super gerne einfach mal vorbei. Und ich bekomme auch eine Box zugeschickt und eine Box in meinem eigenen Abo. Das heißt, ich kann euch eine Box verlosen. Ne? Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, habe ich jetzt so oft Verlosung gesagt, dass ich selber gar nicht mehr weiß, wie der Satz angefangen hat. Steht auf jeden Fall unten in der Infobox. Schau gerne mal vorbei. So, wir haben auch dieses Jahr tatsächlich dieses Mal kein Heftchen, wo drin steht, was drin ist, sondern wir haben hier ein Kärtchen mit einem QR-Code. Und zwar ist hier das Thema Beauty has no limits. Da ist ein QR-Code, da kannst du das Ganze scannen. Dann kommt man zu der Online-Version des Beauty-Magazins. Die Preise suche ich euch aber eh anhand des Lookfantastic Online-Shops raus, ne? Weil das Magazin ist halt auch auf Englisch. Ja, Schönheit hat keine Grenzen und ich finde auch, dass man sich gar nicht so immer in irgendwelche Schubladen zwängen sollte. Wir haben hier einmal den ersten Blick in die Box und da sehe ich zuallererst eine Parfümprobe von einem Parfum, was ich auch tatsächlich besitze. Das ist das Yves Saint Laurent Black Opium Eau de Parfum. Ein sehr würziger, sehr schöner Duft, also sehr warm. Es ist eher so ein Abendduft, ne? Also sehr kravumm. Ich mag es aber super gerne und kann euch das auch wirklich empfehlen. Also ihr könnt selber entscheiden, ob ihr euch natürlich den Originalflakon holen möchtet, ob ihr das Originalparfum probieren möchtet. Ich habe euch auch in diesem Video die Duftzwillinge mal so ein bisschen vorgestellt, die ihr bei Cosmetic for Less bekommen könnt von Chatler. Und da muss man halt einfach für sich selber entscheiden, was möchte ich und was bin ich halt auch einfach bereit auszugeben. Ich finde es ganz cool, dass wir hier so eine Parfumprobe drin haben. Als nächstes habe ich etwas, was ich super gerne verwende. Von Invisibobbles sind das nämlich diese Telefonkabel-Haargummis und ja. Sowas habe ich auch gerade in meinem Bommel drin. Das sind 3 Stück. Ich finde einfach, dass die bei mir ganz gut halten und meine Haare auch schön machen. Und ich mag die, wirklich. Ne? Schützen vor Haarbruch und ja, kann ich empfehlen. Ich finde die toll. Ich mag die gerne leiden. Ich finde die gut. Dann haben wir hier eine Lidschattenpalette drin von Wet n Wild. Das ist halt wirklich so diese Oldschool-Geschichte. Das ist so geil. Das hier ist die Nude Awakening Palette. Schaut einmal so aus. Und Wet n Wild kriegt man bei uns nur im Edeka oder halt online, ne? Das ist ganz aufregend. Ist vor allem in England halt ziemlich angesagt. Und hier haben wir eine schöne Nude-Palette, die man halt wirklich immer verwenden kann. Du hast hier kühle Töne drin und das ist auf jeden Fall eine tragbare Palette. Ich finde es schön, dass wir die in der Box drin enthalten haben, denn zum einen Lidschattenpaletten in Boxen feiere ich und zum anderen eine Nude-Palette ist definitiv ganz gut aufgehoben, weil viele die verwenden werden. Ganz im Gegensatz zu einer kunterbunten Palette oder so. Ne? Hier habe ich von Emma Hardy, ich glaube das war die Sneak Peek vom letzten Monat, Plump and Glow Hydrating Facial Mist Anti-Pollution und da sind 30 ml drin und provides a soft focus and luminous glow. Yo, das ist doch schon mal schön. Emma Hardy, finde ich persönlich, hat einen ganz besonderen Duft. Den mag nicht jeder. Aber es ist auf jeden Fall cool, dass wir das drin enthalten haben. Und Glow kann jeder gebrauchen. Plumping, also dass quasi alles so ein bisschen aufgefüllt wird, finde ich auch ganz schön. Ne? Ja, also hast du quasi so ein Produkt Skincare und Make-up-Zwischending. Dann habe ich als nächstes, hier ist ganz schön viel in der Raschelbox drin enthalten. Ich hole dann mal die Sachen raus. So, von Neom. Das ist Perfect Nights Sleep Overnight Facial Cream. 10 ml. Auch hier wieder Hydrates and Plumps for Well-Rested Skin. Also, dass du auch wieder hier dieses aufgefüllte
in dein Gesicht bekommst. Finde ich gut. Von Neom hatte ich mal eine Kerze, die hat sehr, sehr interessant gerochen. Sehr intensiv tatsächlich. Feuchtigkeit kann ich auch gut gebrauchen. Also wirklich ein bunter Mix. Ich glaube, dass das Parfum halt wirklich eher so ein Goodie ist. Aber wir sind jetzt hier schon mal 4 Produkten und 2 habe ich noch, sodass wir wirklich 6 Produkte in der Box drin haben, ne? Nicht schlecht, Herr Specht. Von First Aid Beauty habe ich die Smoothing Body Lotion mit 10% AHA. Ja, da sind drin 28,3 Gramm, also eine Unze. Und sowas reicht dann halt wirklich für einmal Körpereincremen bei mir, beziehungsweise doch Körpereincremen. Das ist Körpercreme und nicht Körperpeeling. Wobei AHA, also Fruchtsäure, ja in dem Sinne auch eine peelende Eigenschaft hat. Und AHA ist dann halt eher so Richtung Anti-Aging, ne? Was natürlich ganz cool ist, dass man die dann vielleicht auch partiell anwenden kann. Vielleicht so im Dekolleté-Bereich, ne? Weil da neigt man ja irgendwann auch mal dazu, dass das Ganze halt sich etwas faltiger darlegt. Und nett gesagt, ne? Und da kommt das dann ganz gut. Und wenn man so eine kleine Geschichte hat zum Ausprobieren, ist es dann auch eine ganz gute Sache, wenn man das halt wirklich dann nur partiell anwendet. Auf den ganzen Körper würde ich es jetzt nämlich auch nicht brauchen. Und in der Stillzeit sollte ich persönlich auch auf AHA verzichten, wurde mir gesagt. Aber sehr bald werde ich dann ja auch wieder dazu übergehen können. So, hier habe ich jetzt das letzte Produkt, was auch nochmal separat eingepackt ist. Und zwar ist das ein Highlighter, ach was, von Physicians Formula Rosé All Day. Also hier haben wir wirklich super viel dekorative Kosmetik drin enthalten. Sehr cool. Ein Multi-Use Highlighter for a Skin Perfecting Glow. Das ist dieser hier. Das ist eine Full-Size. Wahnsinn. Also ich finde es cool, ne? Auch Physicians Formula ist eine Marke, die man halt eher so im englischsprachigen Raum kennt. Wir hatten die ja auch in der Drogerie, in Rossmann, im Rossmann drin. Da ist die, glaube ich, bei uns rausgegangen. Ich glaube, die gibt es ja nur noch online zu kaufen. Aber schön. Ich glaube, der Highlighter könnte mir persönlich ein bisschen zu dunkel sein. Aber guckt euch mal diese Rose an, ne? Richtig, richtig schön. Also ich bin gerade begeistert, dass wir hier so viele Full Sizes drin haben. Also die beiden, ne? Full Size, dekorative Kosmetik, dann das Parfum als Probe. Die Haargummis sind eine Full Size. Und klar, dann diese 3 Pflegeprodukte. Das ist zum Ausprobieren, aber das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Da hast du schon auch ein bisschen was von, ne? Ich bin wirklich zufrieden mit dieser Box. Ich finde, dass wir schöne Produkte hier drin haben und ich denke auch, dass der Warenwert nicht schlecht sein wird. Also nicht von schlechten Eltern. Dementsprechend bin ich zufrieden. Ne? Was meint ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich nämlich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!